Servus Leute, ich bin Zertaba und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei einem Video, wo wir über den POTM bestätigt reden. Ihr kennt diese Serie vom letzten Jahr. Wir werden von Monat zu Monat oder auch von 3-4 Wochen zu Wochen über die potenziellen Kandidaten reden. Ich werde euch sagen, was die OS gemacht haben. Ich zeige euch die Karte, wie sie dann sein könnte. Ich kenne immer die ganzen Upgrades von Insel her, wenn EA da nicht irgendwas ein bisschen ändert. Und Leute, bei dieser Serie seid auch ihr gefragt. Schreibt in die Kommentare eure Meinung, wer könnte es am Ende dann bei den einzelnen Kandidaten werden. Aber es gibt auch immer sehr, sehr große Favoriten, wo ihr euch dann schon mal einstellen könnt. Alles klar, Kollege, die schnappe ich mir. Falls euch diese Serie gefällt und falls ihr Bock habt, das weiterhin zu sehen, dann lasst auf dem Video ein Däumchen da. Ich sag mal so, wenn wir erste Stunde 3000 Likes schaffen, ich mach Flickflack-Audio aus dem Fenster und freue mich wie ein kleines Baby. Ladies and Gentlemen, mein Partner Lootboy hat für euch heute eine Aktion am Start. Die FIFA 21 Saison habe ich ja schon erwähnt, die ist am Start. Und ich habe absolut Bock, unser Ultimate Team auf Vordermann zu bringen und dann können FIFA-Points nicht schlecht tun. Ich sag's euch so, wie es ist. Und da kommt mein Partner Lootboy ins Spiel. Und zwar habt ihr wieder die Chance, Footpoints zu gewinnen. Und das eben im Wert von über 100 Euro. Und zum Pre-Launch-Event hat eben Lootboy eine coole Aktion für uns am Start. Denn ihr könnt neben den Footpoints fette Hardware-Preise gewinnen. Und zwar im Wert von über 3500 Euro. Jawohl. Aber dazu später noch mehr. Jetzt würde ich erstmal sagen, für die Leute, die es nicht kennen, Lootboy könnt ihr euch beispielsweise für den PC runterladen. Auch für eure Smartphones. Einfach die App runterladen. Und hier kann man einfach generell Päckchen aufreißen. Das Ganze geht zum einen kostenlos und auf der anderen Seite könnt ihr auch Packs kaufen. Lootboy bietet aber wirklich viele Möglichkeiten an, Lootcoins zu sammeln, kostenlos plus auch Diamanten, indem ihr beispielsweise wöchentlich neue Comics lest, Quests erledigt und so weiter und so fort. Und hier seht ihr die Funktion Diamanten, da kann man drauf gehen und wenn ihr dann ein paar Diamanten eben kostenlos gesammelt habt, dann könnt ihr mit 100 Diamanten FIFA 21 Footpoints Premium Loot Pack öffnen. Und dann kommen wir auch schon zur besonderen Aktion. Und zwar, wenn ihr euch ein 10er Bundle, also sprich wirklich 10 Stück davon für beispielsweise 1000 Diamanten oder eben für 9,99 €, hat dann die Chance auf eben die Footpoints und die Hardwarepreise. Indigo Gaming, der Gaming-Koffer im Wert von 1100 € und dazu haben wir noch vom King Controller die schönen Controller hier. Alles klar, Leute, wir sind im Inventar angekommen. Jetzt geht's los. Erstes Päckchen öffnen wir und wir bekommen direkt hier übrigens eine Vollversion für den PC. By the way, übrigens hat mein Onkel schon von Lootboy 1000 Spiele bekommen zum Spielen. Ich glaube, der freut sich immer wieder. Wir haben da sehr viele gute Partner, wo es interessante Rabatte gibt. Und Wallpaper könnten wir eigentlich auch ziehen, gell? Von den ganzen FIFA-YouTubern. Alter, ID Limo und Footpoints! 750! Der schmeckt. Das tun wir doch zum Inventar. Alter, Alter, einmal hatten wir schon Footpoints. Back to back! Ich bin da leichter. Und bei den 10er Bundle gibt es nicht nur die Chance auf Footpoints, sondern eben auch immer ein Gold Rush Pack obendrauf. Das ist einfach noch ein Add-on. Da man auch nochmal eine Chance auf Footpoints und so weiter und so fort. Komm schon. Okay, wir haben aber Diamanten bekommen. Und die können wir wieder verwerten dann für die nächsten Packs. Ihr wisst Bescheid. Gönnt euch diesen Code. Und dann haben wir noch 500 Footpoints. Und den könnt ihr euch auch gönnen auf Edenbrower Basis. Checkt das gerne ab, Leute. Der Link ist oben in der Videobeschreibung. Und mit dem Code FIFA21 schenkt euch Lootboy 2000 Lootcoins plus 5 Diamanten. Und nachdem ihr euch bei Lootboy eben angemeldet habt, geht ihr auf Einstellungen, Code einlösen. Dort gebt ihr den Code ein. Und für die iOS-User macht es am besten am PC. Legen wir los mit den Spieler des Monats aus der Premier League, Leute. Und eine Sache noch vorab. Wie sehr freut ihr euch? Ich weiß nicht, viele von euch haben es wahrscheinlich auch schon. Also EA Access oder EA Play und können schon 10 Stunden FIFA spielen. Ich sage euch eins, ich finde das Gameplay bis jetzt, ich habe noch nicht so viele Spiele gemacht, aber es ist komplett anders zum letzten Jahr und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich freue mich einfach, dass es jetzt losgeht. Jamie Vardy, er ist immer ein Kandidat für den POTM. Er hat in diesem Monat 5 Tore geschossen, 3-mal gewonnen mit den, ich wollte sagen Tottenham Hotspurs, mit Leicester City. Und ganz ehrlich, in meinen Augen ist er der haushohe Favorit. Es gibt so einen Zweikampf, würde ich sagen, zu den kommen wir gleich. Aber 3 Sterne, Jamie Vardys Inform ist schon nicht schlecht. Und bei einer Karte seiner Klasse würden sie von dem Inform-Rating 87 auf 88 hochgehen. Und wir sind angekommen bei Calvert-Lewin. Und das ist dieser Zweikampf. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wer wird's. Ich glaube und habe das Gefühl, es wird am Ende Jamie Vardy. Wobei wahrscheinlich Calvert-Lewin so ein bisschen die coolere Karte wäre am Ende des Tages. Er würde einmal von der 79 auf eine 82 springen und dann auf die 84 als POTM-Variante. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Also nicht nur ein Inform-Upgrade, sondern 2 nach oben. Und Calvert, 3 Sterne, hätte eine überragende Karte, ein heftiges Upgrade. Und das Beste ist, Leute, vor allem jetzt zu Beginn von FIFA, diese POTMs werden günstig sein. Und da kann ich euch schon sagen, macht die einfach, wenn ihr Bock habt und wenn sie in euer Verein passen. Am Ende zahlt ihr, keine Ahnung, 20, 30k maximal für so einen Calvert, vielleicht 100k für einen Vardy, lohnt sich dann am Anfang. Und dann spielt ihr Weakling und ihr holt sich eh wieder zurück. Und wie findet ihr das FIFA 21 Rekord? Mir EA geschickt, Kuss geht raus. Genauso viele Tore, genauso viele Wins geholt mit seiner Mannschaft. Ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das zur Premier League. Wir gehen rüber zur MLS.
Und ihr seht schon, Pozuelo, das machen wir kurz und knackig. Viermal getroffen, zwei Tore vorbereitet. Wichtig ist bei dem, 4 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, sieht geistig aus. Aber ich glaube persönlich, die MLS wird euch nicht so interessieren. Zumindest ist es bei mir so. Man könnte ihn vielleicht irgendwie mit spanischen Spielern linken. Der ist wirklich der Top-Kandidat. Und dann hätten wir aber noch Pedro Santos. Digga, der hat auch 5 Sterne schwacher Fuß. Was ist denn los mit den ganzen MLS-Spielern? Bei dem drücken sie dann drauf. 3 Tore gemacht, 4 Tore vorbereitet. Ähnliche Statistik, sind aber 7 Scorer. Und da haben wir die spanische Liga. Hier kann ich euch schon mal sagen, Leute. EA wird immer, bevor es natürlich zum POTM kommt, auf Twitter oder allgemein auf ihren Social Medias, die Kandidaten posten. Weil wir haben ja alle das Recht zu stimmen, sozusagen. Also wir können voten. Und da stehen die Kandidaten schon fest, könnt ihr abchecken. Unter anderem Morales. Ich habe jetzt nur die besten quasi rausgenommen. Der würde auch auf eine 84er Karte gehen. Wäre sehr, sehr geil. Vor allem, wenn man auf seine Sternchen da unten schaut. Sieht sehr interessant aus. Hat sehr gut gespielt. 3-mal getroffen, 1 Tor vorbereitet. Aber nur 1 Spiel gewonnen und 2-mal verloren. Jetzt hier fixen wir mal, was hast du denn gemacht? Sonst hättest du einen POTM wahrscheinlich bekommen. Dann hätten wir noch in Auswahl Luis Suarez. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass er überhaupt zur Auswahl steht, weil der hat nur 1 Spiel gemacht. Aber in 1 Spiel, 2 Tore, 1 Torvorlage, hat im Prinzip fast die gleiche Statistik wie der Kollege davor. Und das halt einfach nur mit einem Spiel, Digga. Ganz ehrlich, Luis Suarez, wenn der jetzt noch den POTM holt, der hat ja schon Team of the Week bekommen, plus eine Once-to-Watch-Karte, die winkt ihm auch. Und dann noch POTM, ja moin. Direkt 3 Special-Karten von Suarez. Real Talk, Leute, was ist euer Bauchgefühl? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch sagen, mein Bauchgefühl ist Ansu Fati. 2 Golazos, 1 Torvorlage. Er hat halt gestern einfach wieder getroffen. Er ist wirklich gerade aktuell einfach so ein richtiger Star bei Barcelona. Der entwickelt sich so krank weiter. Der ist 17 Jahre alt, Malaga Sotaki, wie machst du das? Und Real Talk, 82 M-Form-Variante. Sein POTM würde auf 86 gehen. Jetzt kommt der Schrecken. Ben Yedda. Wir sind angekommen bei der französischen Liga. Kurz für euch zur Erinnerung. Letztes Jahr war es so. Zuerst kam Premier League POTM. Danach kam Bundesliga. Und dann kam erstmal 2-3 Wochen lang gar nichts. Und irgendwann, Ende Oktober oder Anfang November, kam der POTM dann aus der französischen Liga. Das war dann was Neues. Das gab es zuvor noch nicht. Und es kam der POTM dann der spanischen Liga noch 2-3-4 Wochen später. Da haben sie dann eins nach dem anderen rausgeknüppelt. Jetzt wissen wir alle, die POTMs, besser gesagt die Rechte für den POTM haben sie ja. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass sie direkt auch aus dem September die POTMs rausknüppeln können. Aber ich kann es euch nicht garantieren, Freunde. Okay? Und was natürlich auch noch interessant für euch ist, wann kommt ihr denn raus? Der Premier League POTM kommt immer am 2. Freitag des Monats. Theoretisch müsste somit der POTM dann am 9. Oktober kommen. Und das ist dann auch wirklich der offizielle Release, glaube ich, wo jeder Mensch der Welt dann wirklich FIFA 21 hat. Das würde perfekt passen. Dann aber erstmal Premier League und dann Step by Step. Sowas sonst. Aber jetzt haben sie La Liga schon angekündigt mit den ganzen Votings. Die werden dann bald auch kommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, Leute. Und Ben Yedda, Alter. Was soll ich zu dem sagen? 3 Tore gemacht. 2-mal gewonnen, 1-mal verloren mit Nico Kovac. Der würde allerdings übrigens nur ein Plus-1 Upgrade bekommen. Also der würde nicht 2-mal in vom Upgrade überspringen. Anschließend Sauvignier. 3-mal getroffen, 1 Torvorlage hat er gegeben als Mittelfeldspieler. Aber Real Talk, einer von Montpellier hätte es auf jeden Fall verdient. 10er, aber es kommt Ben Yedda. Jetzt sind wir beim interessantesten Part. Ihr müsst euch jetzt festhalten, Freunde. Aber wir sind jetzt bei der Bundesliga. Und das erste, was ihr seht, ist eine Forsberg. Wie hat er gegen Bayer Leverkusen mit dem linken Fuß das Ding reingehämmert? Forsberg ist wirklich ein richtig starker Fußballer. Und ich habe das Gefühl irgendwie, dass er dieses Jahr nochmal so ein bisschen aufblüht. Letztes Jahr total so, ja, wie soll man sagen, eine Randerscheinung gewesen eigentlich von Leipzig. War meistens nur ein Wechselspieler. Diesmal spielt er immer von Anfang an. Ersetzt so mehr oder weniger, in Anführungszeichen muss man halt sagen, den Werner. Und ein 84er Forsberg würde nicht schlecht tun. Wir haben da Sabitzer als Season-Karte. Den habt ihr vielleicht schon gesehen, könnte man gut linken. Plus dann gibt es noch Leimer, plus die ganzen Innenverteidiger, Upamecano in Form. Da könnte man coole Sachen draus machen. 2-mal getroffen, 1 Tor vorbereitet, 1 Win, 1 Unentschieden, ist okay. Der Chefkoch höchstpersönlich, Ragazzi. 3 Tore gemacht in einem Spiel gegen Schalke 04. Und jetzt ist halt die Frage, ist Schalke 04 so der Gradmesser? Nicht böse gemeint an alle Schalke-Fans. Jetzt geht's dann hoffentlich bergauf. Und ich bin der Meinung, es wird kein Bayern-Spieler. Ich habe ja auch ein Bayern-Trikot da hängen, aber wir sind immer ehrlich, Leute. Ein Sieg und eine Niederlage, dann gegen Hoffenheim, das wird nicht reichen. Übrigens, Bundesliga ist 60-40. Das heißt, 60 Stimmen von EA, die sich da immer aussuchen, die Personen. Und 40% Community. Finde ich nice. Weil somit habt ihr alle da draußen, Leute, am Ende des Tages ein Recht zu stimmen. Und dann mitzuentscheiden, quasi wer als BOTM kommt. Wer es am meisten verdient hat. Füllkrug, 3-mal getroffen. Ja gut, das war dann auch gegen Schalke. Ich glaube nicht, dass es für ihn reicht, weil das war eben nur ein Sieg und eine Niederlage. Dann gegen Hertha BSC Berlin sind wir angekommen bei Andrej Kramaric. Dieser Mann würde sich freuen, okay? Kramaric zu sehen als POTM, das wäre super. Und jetzt habe ich ein paar Indizien dafür. Zum einen 5 Tore geschossen in 2 Spielen. 2 gegen FC Bayern München und 3, schieß mich tot, das war glaube ich gegen Köln. Die Karte sieht erstmal sehr, sehr interessant aus. Den kann man als Zehner spielen, den kann man auch als Stürmer spielen. Ist top. Er hat kein Team of the Week bekommen, wo er 2-mal getroffen hat, sondern Samaseko oder so ähnlich ausgesprochen. Somit, Leute,
Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, Kramaric. Und ihr wisst, wenn der kommt, da wird ein schönes Video aufgenommen. Und wenn ich den dann verliere, dann mache ich dreimal Flipflop-Codec. Ich bin echt gespannt, was ihr reinschreiben werdet. Würdet ihr den übrigens abschließen? Und ich kann euch so sagen, wie es ist, ein 86er Kramaric. Der wird nicht so teuer sein. Und dann in so ein Starter-Team, Bundesliga, wäre schon richtig nice. Ich kann mir vorstellen, der kostet vielleicht nur 50, 60k oder so. Die kann man schon zusammenkratzen. Vor allem, ihr spielt einfach ein bisschen Division Rivals, dann kriegt ihr direkt ein paar Münzen. Ist nice. Freunde, zu guter Letzt noch kleine Ankündigung. Ihr seht oben die Münzen auf der Uhr. Wir werden morgen, ich glaube Mittag, streamen. Ich weiß noch nicht ganz genau die Uhrzeit, aber es wird, glaube ich, relativ früh losgehen. So um 10, 11 Uhr. Und dann werden wir uns mit diesen Münzen, die ihr oben seht, den absoluten Traum erfüllen. Ich will mir einen richtig brutalen Spieler kaufen. Seid auf jeden Fall dabei. Ich schwöre euch, das ist wirklich Real Talk. So ein bisschen so ein kleiner Kindheitstraum, das dann quasi zu machen. Und dann werden wir auch über den Markt morgen reden im Stream. Wir werden alles ansprechen. Ich habe Bock drauf. Falls ihr euch fragt, Tabakko, was soll ich mit dem und den Spieler machen? Gerade ist der Markt absolut oben gewesen oder ist immer noch oben. Die Spieler sind unendlich stark gestiegen. Ich habe das Gefühl, die werden nochmal ein bisschen runtergehen. Dann, wenn FIFA quasi offiziell rauskommt. Lasst ein Däumchen da, falls ihr euch auf den POTM freut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's von euer Tabak und ciao. Up in your face like a front page, going through your place like a front gate. Gatorade, I sip it till I fade away.